Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit einem LS Profi. Moin. Und ne Melo. Moin. Jo. Mit dem Dominik und mit dem. Aua. Anderem Herrn Kollegen. Mit dem Aua. 93. 93. 94 bis vor schaffe ich es noch. Fliegender Wechsel. Aber ganz genau 99, Junge. Dann vor einfach mit 99. Dann vor einfach mit 99. Ja, warte. Ja, Alter, was ist denn jetzt gerade los? 1000 MS? Jetzt hab, warte mal ganz kurz. Oh, Telekom lässt grüßen. Fahr rüber jetzt! Ja, ja. Schiffst du ihn nicht weg, ich hab 1000 PS. Ja, wo speist du denn? Ja, wenn das ja gar nicht knapp jetzt, ne? Alter, komm gar nicht hinterher. So. Danke, das ist auch nicht mehr. Komm. So, dann warum fahren wir. Redet eigentlich die ganze Zeit der kleine Toilettenpapierverkäufer? Wo ist das nächste Volk? am Schweinehof. Das ist Toilettenpapierverkäufer. Bei Justin, zwar zu Hause, Schweine. Wer hat mein Käse da so ramponiert? Ich sag gar nichts. Vielleicht sind jetzt zwei, drei Spuren drin. Ich hab gehört, die verkaufen sie jetzt besser. Folgt mir einfach. Junge, ich glaube, ich hab mich so erschrocken, dass ich mit 60 in ein Ding rein bin und alles ganz was davon geflogen. Ich dachte kurz, das wäre mein Käse gewesen. Ja, warte, das mach ich jetzt. Dann fahr ich dir übers Gesicht. Junge, dein Käse ist inzwischen auf der Mauer, ne? Soll ich mal? Wenn du das machst, kannst du mit deiner scheiß Maurerritze das wieder hinstellen. Ich hab dir schon mal gesagt, deine Mami hat eine Ritze. Digga, deine Gesicht ist eine Ritze, Alter. Ich zeig mal mit außen da. Gesicht, ich schau mal kurz an deinem Hof, ich muss dir mal so ganz heim zwischenreden, der Vogel. Im Busch. Einfach mal kurz am Hof gesehen. Ach, ja. Da sind die Schwaden. Oh, sorry. Willkommen auf YouTube. Willkommen auf YouTube, Bridgehan. Ich hoffe, es ist gegen einen Timeout. Einfach besser Hexer fahren. Ich weiß noch ab. Bist du Abfahrer? Wäre ich hier, ja. Wer hat ein Tor bitte gemäht? Wer hat ein Tor bitte gemäht? Nils. Ich nicht. Nee, das war Chrissy. Wo? Ja, also Chrissy, hast du beim Mähen irgendwie noch gesoffen oder was? Ich hab gar nichts gemäht, ich hab Schwaden gezogen. Ja, Scheißschwaden sind das, Junge. Da hab ich gemäht, da. Natürlich hast du hier gemäht. Ich da hab ich mit. Ja, der hat mehr gemäht. Wer hat auf der Seite da dort. Oh, das Mama ist ja. Was mähst du denn, Alter? Hast du gestoffen beim Mähen oder was? Warum denn? Digga, hier ist alles kreuz und quer, Junge. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Ich bin ja nicht der Hexlepperer. Digga, du fährst gleich den Hexler, Alter. Wir können drin gleich tauschen, gell? Ach, und hier liegt natürlich noch ein Stück. Er hat mir immer fettig gemäht, Junge. Unfassbar, Alter. Unfassbar, die Qualität ist. Jo, danke, danke. So, komm mal kurz mit, Gizzy. Ja. Zeig dir jetzt mal kurz was, ja. Aber sei einfach leise. Ja. Oh, okay. Piss dich! Junge, ich zieh dir eine rein! Ja. Also das. Ich merke halt gar nichts. Oh, du kleiner Pisser, Alter. Sag, oh, ich hab Käse über den Finger. Rechnung, du kleiner. Käse vor meinem Reifen. Dominik. Ja.
das ist normal, wenn Aufnahmesession ist. Jetzt war es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen in der CPU durchgebrannt. Die zwei vor allem, der eine Homo-Junge, die. Ich denke mir gerade so, warum steht da Brüm ein Fan? Und ich bin schon einen halben Kilometer weitergefahren mit dem Häcksler. Ich musste kurz gerade im kleinen Kindergarten Kitty einen in die. Ich sag's lieber nicht. Keine Ahnung. Das sind, du hast übrigens auch drei Spar-Silos, also beschwer dich mal nicht. Kleines Bambuskind, Alter. Ja, hab ich auch ganz. Ist nicht so, ob ich drei Fahrsilos da habe, ich mach Ballen. Springst du gerade was in ein Fahrsilo? Wow, bist du so mindergebildet. Kann mir bitte einer. Chrissy, du kümmerst dich jetzt um das Like. Chrissy, guck mal. Wo bist du? Nirgends. Bin schon wieder weg. Ich hab nichts gesehen. Ich war so nix. Alles, was er angeboten hat, stelle ich in die Zahlung. Hä, hey, er hat ja nichts gemacht. Ja, Alter, richtig raus. Hä, hey, also ich hab nichts gemacht. Ich gar nicht. Böllhack, Klatschclown hat gerade mein Käse-Ding da so schief gemacht. Mal, oh, Alter, das ist. Du kannst ja 1 zu 1 zusammenzählen, wer es wohl war. Wer denn mit A anfängt. Also Justin. Ich wusste ja, dass LS-Profi mit A anfängt. Krass. ABC haben wir auch gelernt. Ey, Chrissy, Profi Realismus, oder? Mhm. Dominik, ich glaube, du kannst mit dem Sprengel da hinten und jetzt so richtig. Es macht das, was es will. Also, wer hier geschwallt hatte, gehört einfach geschändet, Alter, ganz ehrlich. Das ist nicht ehrlich. Herr Chrissy hat da gemäht. Das bin ich dir ehrlich. Ich hab das gegenüber gemäht, wo die schönen Schwaden sein Dobby gemäht. Egal wer, der gehört geschändet, Junge. Das sieht hier aus, Alter. Wir haben ein Schlachtfeld, sagst du. Wie bei dir im Bett, Alter. Also bei dir. Gut. Ich hab doch gesagt, bei dir. Hat sie dir an unser Bett beleidigt? Okay, das war jetzt homo shit. Und einfach keiner lacht außer der. Das hat gerade übelst. Ja, es ist einfach so dumm, Alter. Wer hat hier gemäht? Chrissy, ach du Scheiße, Chrissy, was hast denn du hier gemacht? Die Wiese hat Chrissy gemäht und die, wo ich hier gerade war. Hä, ich hab die andere gemäht, jetzt heißt sie ja los, Alter. Ja, da bin ich auch gerade dick, aber ist nie die Durchfahrt, Junge. Muss die an das andere Ende der Welt fahren, eigentlich oder was? Eigentlich gibt's ja auch Wege und man will einfach aufs Feld drüber. Schau. Komm, der, ich fahr einfach querfeld ein durch den Wald, Junge. Ansonsten komm ich nicht hinterher. Bruder. Ja, ich fahr einfach querfeld ein durch den Wald. Schau, das Feld da hab ich gemacht, schau. Ja, das meine ich ja. Das ist drüben, wo Korn wir gerade sind, oder was? Na, das nicht. Das da, du tut. Da. Das habe ich aber auch nicht gemäht. Digga, hat sie ja Heilige Geist gemäht, oder was? Heilig. Und mach dich jetzt mal ab hier, ich bin gerade am Bahn, du Pfosten. Ja, habe jetzt aber auch 300 Liter mitgenommen, lass mich. Das ist mir scheißegal, Alter. Die 300 Liter kannst du durch die Nase ziehen, du Vogel. Das passiert einfach gar nicht viel. Oh. Da wurde ich wohl weggegangen. Ja. Alles klar. Ach du Scheiße, Digga. Ihr fahrt hier geizt haben, ey. Deswegen, der Typ, der jetzt die gemäht hat, gehört geschändet, Alter, ganz ehrlich. Es ist nicht mehr normal. Da haben wir so scheiße Mähen hier. Kreuz und quer, links, rechts, oben, unten. Ich komm da gar nicht mehr hinterher. Ey, Dominik, hast du gut gemäht. Sei schön, sei es, gell? Soll dich wegschieben, Justin. Was? Soll dich mal wegschieben. Komm, zeig mal, guck mal. Soll ich dir gleich deinen Pitten? Jetzt bin ich das so. Ich will heute wegen Sperma bauen. Mein Fan ist tiefgelegt. Da drüben ist noch die letzte Spur beim Chris.
Ja, fahr mit zum. Der im Weg steht, wird zusammengefahren. Alter, was macht ihr? Frag mich auch. Ai, ai, ai. Lost. L-O-S-T. Okay. Gefahr zu? Gesundheit. Ja, vergegangen. Deine eigene Gesundheit, genau. Digga, du verreckst an deiner eigenen Mom. Kann man da durchfahren? Nein, hab ich ja schon probiert, da war eine Mega-Kollision. Ah, da ist ein Weg, okay, geil. Ich sehe jetzt die Mega-Kollision. Komm, zieh dich. Wenn er vorne in die Eisen geht. Ja, nee, das war der Pfosten. Achso. Du checkst schon, dass ich noch am Fahren bin. Du fährst jetzt weg. Du kannst jetzt hier mal weggehen, Alter, ich bin am Häckseln. Was ist denn los, Kleiner? Hä? Biss ich doch mal, Alter. Korrekt. Ja, komm, Digga, dann fahr du. Wie voll bist du denn? Zu voll. Komm doch mal, was du mit voll meinst. Christi, na, nein! Ob du einen Anhänger meinst oder nicht? Anders erfahren, Christi. Was denn? Nix. Boah! Könnt ihr mal von meinem Hof gehen, ich Bein spacken, Alter. Ich wollte doch nix. Ja, ich wollte doch nix. Ich wollte nur mal ein paar Sachen da unten kaputt machen. Ey, ich mach doch nix. Du musst einen Kuppel nehmen und musst mal durch seinen Misthaufen fahren. Digga, da gehörst du rein, Alter. Das ist dein Zuhause, der Misthaufen. Ich leih mal nur kurz der komische Silo-Wolzen aus, sonst mach ich gar nix. Oh, das hat vergessen hier. Die bleibt schon da drüben, die wurde frisch abgeschmiert heute Morgen. Ja, ja. Hast du überhaupt Schmierfett? Das kann er sich nicht leisten. Das Schmierfett nimmst du zum Duschen, Alter. Achso, du hast ja dein Fett genommen, stimmt ja. Digga, was willst du denn Spargeltarz denn eigentlich? Oh Mann. Willst du vielleicht einmal häckseln? Ich? Kein Ding, ich komm vorbei. Ja, immer noch nie. Nee, du kannst auch mal mit Justin tauschen. Ich hab grad. Ich häcksel gleich. Damit man wieder anders. Damit man noch ordentlich an Häcksler drankommt. Wenn Nils da dran ist, kannst du vergessen. Kann ich dann lieber festfahren? Dann fährt Dominik gleich auf meinen Hof. Das soll ich hinfahren. Ja. Kann das erklären. Warte, dann lass grad mal tauschen. Ich stehe auf der Straße. Wo? Da. Auf der Straße. Unten bei mir. Ja, da wohnt auf der Straße. Digga, deine Mom wohnt auf der Straße. Das ist pissig. Ach, warum sitzt du jetzt neben mich, Digga? Neben mich, gute Deutsch. Gehen wir weiter. Wer denkt eigentlich das Silo-Ding vorne an der Front dran, Alter? Jeder. So. Fährst du gleich mit 40 an, oder was? Sichi, Alter, Junge. Es gibt hier Vollgas. Wohin soll jetzt das Gras weiter? Alles bei Chris ins Silo. Bei mir, zu mir ins Silo. Wohin die arme Silo-Walze, Chris? Zum. Wo ist dein Silo? Meins ist drüben auf meinem Hof. Ach so! Ich verwechsel eure Höfe immer. Ja, gut, kannst auch deinen Hof nochmal verwechseln. Bei Chris einfach. Fahr mal weiter. Jetzt ist Justin doch nicht mehr so stark wie ich. Jetzt ist Justin nur 100 PS stärker, scheiße. Ey, ich bin auch ohne Maschine 100 PS stärker. Echt? Ja, sehe ich schon wieder, wie alles liegen bleibt, Profifahrer. Hm. Digga, sag der Typ, der durch die Wildnis fährt. Ich bin ja nicht über den Acker drüber, nein. Du fährst durch die Bäume und tust irgendwelche Vögel missbrauchen, du Arschloch. Ah, ich tue die Vögel. Ja, okay, ich spreche das mal nicht an. Weiter geht's nicht.
ein Profifahrer. Ich meine, das sogar alles in der Innenansicht, nicht so wie du, Homo. So, meine lieben Freunde, dann war's das wieder mit der Auf... Aufnahme-Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, Freitag um 19 Uhr, also heute, wieder live auf Twitch vorbeizuschauen und beim Herrn Kollegen auf YouTube. Und dann verabschiede ich mich schon einmal. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.